Guten Morgen. Guten Morgen. Haben wir schon gesagt. Achso, hast du schon gesagt? Nee, aber nicht so gut. Ja, eben. So. Tag 3 offiziell. Was haben wir? Tag 3? Tag 4. Ja. Mittwoch, Donnerstag, Tag 3. Für uns 4. Ja. Wie geht's uns? Sag was. Gut. Ja? Ja. Was sind wir? Skala? Von 1 bis 10? Ja. 5? Ja. Ja. 6. So halb kaputt sind wir schon. Ja. Aber wir sind auch noch halb und ganz. Ja. Nicht voll, nicht ganz. Irgendwie auch nicht leer. Aber es macht Spaß. Ja. Was gibt's noch? Ja. Saft gibt's wieder. Ja, und Kalorien. Smoothie. Zucker ist geil. Saft. Und. Ja. Ja, jetzt gehen wir mal wieder zu unseren Ständen. Ja. Und gehen ein bisschen staubsaugen. Ja. Na gut, bis später. Kartons auch. Wir machen jetzt aus einem Donut 5000, wie in der Bibel. Wir peilen den Donut? Ja. Es ist ja kein Donut, ne? Kein Loch. Ja, das ist ein Berliner oder so. Ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Also jetzt teil doch mal den Berliner. Ich bin ein Berliner. Das kann doch nicht ein Berliner sein. Das ist an. Okay, es geht tatsächlich gut. Du musst nur mich fragen. Ich kann wie ein Kuchen. Ich weiß, wo alles ist. Und. So. Ja, dann probiert doch mal. Ich mag nicht. Mach du. Ja, wir probieren. Also, irgendjemand muss ja wohl hier anfangen. Ein Prost oder so. Cheers! Zuerst. Und? Schmeckt er vegan? Nach Gras und Heu und Traurigkeit? Mhm. Ja. Genau. Absolut. Genau so. Wir essen Gras. Weizen gehört zur Familie der Süßgräser. Also passt das auch. Jetzt hören wir auf hier. Wir sind schon gut drauf. Meiner ist noch voll. Der meiner geht dann nicht. Schon brav aus. Ach, ja, sag doch, ich halte es hier voll so. Sag ja. Mal was. Ja, was soll ich sagen? Wie geht's dir? Gut geht's. Ja, sehr gut. Es neigt sich dem Ende zu. Heute noch? Morgen. Heute noch, morgen. Ich habe gerade meinem Freund geschrieben, jetzt ist am schlimmsten. Ach so, ja. Aber, nur ja. Kann man also, nicht machen. Na, nö. Wir müssen da jetzt durch. Ja, wir sind halt käuflich. Wir müssen das so hindrehen. Ich hab's doch schon so hingedreht. Ja. Oder so. Ja. Ich sitze das erste Mal heute. Ja. Genieß es. Es ist schön. Ich sitze die ganze Zeit schon, aber ich habe das erste Mal Ruhe. Es sind nur nette Leute da, deswegen ist es schon in Ordnung. Nur nett. Ja. Nur, alle sind nett. Nur ganz liebe Menschen. Profuturn ist die coolste Firma der Welt. Neben Pure. Brigitte ist die coolste der Welt. Sag doch mal was. Nein, ich sehe nach 3 Tagen Messe nicht mehr gut aus. Ja, Alex sieht nach 3 Tagen Messe nicht mehr gut aus? Nein. Nein. Immer noch nicht? Ich freue mich auf morgen. Brigitte, oh, morgen letzter Tag. Ja. Oh, ich habe noch nicht alles gesehen. Hast du schon alles gesehen, was du sehen willst? Ich habe noch gar nichts gesehen. Ja, oh mein Gott, da ist der Stand vom Vegans. Erzähl uns doch mal, was gibt's im Vegans? Im Vegans, wir haben jetzt unsere eigenen Produkte, unsere eigene Produktrange. Nein. Zeig doch mal. Hier, kann man hier? Zitronenkekse. Und das neue Vegans-Logo. Schön geworden, oder? Unsere eigenen Zitronenkekse. Hast du die gebacken? Nein. Dann würden sie ja vielleicht nicht schmecken, oder? Wer hat die gebacken? Vegans. Ja, aber das ist ja keine Person. Eine Person? Ich kenne jetzt den Bäcker nicht per Namen. Kannst du das mal rausfinden für mich? Ob der Hans oder Jürgen heißt? Ja, die backt, ja. Ich möchte das gerne wissen. Ja, das versuche ich für dich rauszufinden. Da hat dir bestimmt jemand im Keller eingesperrt, der die ganze Zeit da unten sitzt und Plätzchen backen muss. Ja. Das ist wahr. Wir haben auch hier Kokosnussöl, Chiasamen. Schön, oder? Wow. Komm mal ins Vegans, München. Zu Alex. Ja, aber erst so April. Ab April gibt es die neuen Vegans-Produkte. 50 bis 60 Stück. Pizza gibt es da schon?
Was kommt dann noch? Was können wir noch erwarten? Ja, es gibt ja jetzt schon Chiasamen, Eispralinen. Und auch irgendwann einen Vegans-Burger. Alles ist möglich, ne? Geil. Alles ist möglich. Also, dabei bleiben, dranbleiben, vegans bleiben, vegans oder gar jetzt nicht. Jetzt wird's dunkel, ne? Jetzt müssen wir aufhören. Wir ins Bett. Wir legen mal auf. Skala 1 bis 10. Nachdem wir jetzt essen gehen, wie viel Hunger hast du eigentlich? Ich habe keinen Hunger. Ich habe auch keinen Hunger. Wir gehen gleich in ein geiles Restaurant essen, ja. Und haben keinen Hunger. Ins leckere Tasty. Wir gehen gleich ins Restaurant, ins Tasty Leaf. Ah, das wird voll lecker. Geil. Angeblich gibt es heute dort Buffet. Ich bin gespannt. Müde? Beine? Ja, die Beine, die spüre ich glaube ich langsam nicht mehr. Ist aber in Ordnung. Nein, danke. Wir bieten sie einem schon Zeitungen an. Die mit der Pfote, die mag ich nicht. Tschüss.